Ey, ho, meine Lieben, ich hab hier was. Ja, ich hab's tatsächlich getan, wie ich es angekündigt habe. Ich habe mir den Tefal Opti-Grill gekauft. Ja, die bessere Ausstattung schon, den neuen mit der Elektronik. Selber gekauft zu 100%. Und ja, ich stelle mal gerade weg. Den sehen wir gleich noch. Und ich sag's euch, das hat jemand mitgekriegt und der wollte den unbedingt ausprobieren. Ja, und Hilfe, die Ossis sind da. Guten Morgen. Hallo und recht herzlich willkommen. Ja. Ich habe gehört, der Micha hat so ein Ding gekauft und was bleibt mir da anderes übrig, als mich ins Auto zu setzen und mal schlapp so 500 Kilometer nach Bayern runter zu rutschen, um eine wunderschöne Grillwurst darauf zu grillen mal. Und nicht irgendeine? Genau, nicht irgendeine, sondern das ist eine selbstgemachte Bratwurst, GMF-Bratwurst. Die, was wir schon in dem GMF-Videos drin gehabt haben. Genau. Und die machen wir jetzt auf dem Opti-Grill. Attacke. Los geht's. Tja, Leute. Alle, wo so ein Tefal Opti-Grill oder ein Opti-Grill Elite schon haben, die werden sagen, eine geile Sache, hast du nichts falsch gemacht. Der andere Teil wird wahrscheinlich sagen, was willst du mit dem Scheiß? Ja, das ist ungefähr dasselbe Spiel wie mit so einem Thermomix. Aber ich habe bis jetzt ein einziges Mal verwendet, sage ich ganz ehrlich, ich habe vormarinierte Fertigsteaks da drauf gemacht, einfach nur zum Austesten, und ich muss sagen, die Dinger waren richtig geil, wirklich. Ja, und jetzt probieren wir das heute mit den Bratwürsten aus. Wie ist das Ding aufgebaut? Einfach bloß so ein Ding zum Aufklappen und zum Zuklappen. Die Platten kann man ganz einfach per Knopfdruck rausnehmen, die dann entweder mit der Hand schnell abspülen, abbürsteln oder in die Spülmaschine stellen. Ja, also wirklich simpel aufgebaut. Ja, hier unten genau dasselbe Spiel. Richtig geil. Das Gerät misst dann auch noch die Stärke von dem Fleisch oder von der Wurst, was drauf liegt. Ja, und dementsprechend errechnet der selbstständig dann die Garzeit. Das werden wir noch alles ausprobieren und kennenlernen. Tja, jetzt ist die Frage, wo sind die Mädels hin? Sollen wir sie jetzt schon draufhauen oder nachher? Aber ich kann es euch schon mal zeigen. Wir holen sie drauf. Anschalten, dann haben wir hier einen Knopf für gefrorenes Gut und hier für die schnelle Anbratung. Scharfes Anbraten. Das können wir eigentlich dann bei der Würste machen. Dann nimmt man die Wurst und kann schon auf OK drücken. Aber genug der Erklärung. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Mädels sind, wann sie essen wollen, weil das geht ja relativ schnell dann auf dem Grill. Starten wir das Teil. Ganz einfach. Einmal einschalten. Also das ist für alle die, wo das Ding noch gar nicht kennen. Dann machen wir ja hier unser schnelles, scharfes Anbraten ein. Dann gehen wir hier weiter auf Wurst und drücken auf OK. Und dann geht er in die Vorwärmphase, Aufheizphase. Tja, und so lange müsst ihr jetzt warten. Naja, ihr wisst ja, ein Schnitt. Also Rezept zu den GMF-Würsten haben wir auch nochmal nachgemacht bei meinem Geburtstagsvideo. Von letzten Jahr war das, gell? Letztes Jahr, ja. Das war im Februar rum, wo man die Videos, wo ich die Videos rausgebracht hatte. Da waren die auch dabei. Da haben wir sie auch hier welche live gemacht. Und die hat uns jetzt der René zubereitet. René! Ja, Sir. Hast du hier irgendwie was abgeändert oder genau also nach Video? Eigentlich erstmal ein Schwein geschlachtet, dann gekuttert, gemacht, Wein rein, Käse. Also Salz, Pfeffer, das Übliche, so wie man es
vor 2 Jahren gemacht haben. Wunderbar, da freue ich mich jetzt dann schon drauf. Also ich auch. Gut. Also in der Aufheizphase wandert der Pfeil von hier drüben so langsam hier rüber und irgendwann in dem Bereich dann sagt er, dass man die Wurstwaren in dem Falle drauflegen kann. Und wenn er dann gestartet ist, also wenn man wieder zumacht, dann wandert der Pfeil so rum und da oben ist dann fertig. Also das Ding ist echt schlau. Gerini! Wärst du auch gern? Wir lassen uns überraschen. Also, ich bin da ganz skeptisch bei elektrischen Geräten. Ja, man wird sehen. Also Leute, es ist auch jetzt wirklich erst einmal ein Kennenlernen von dem Gerät. Ich sage mal, größere, großartigere Sachen kommen definitiv noch. Aber wir kennen das Gerät eigentlich noch gar nicht. Oder fast nicht. Speisen einlegen steht drauf. Dann machen wir das. Upp. Hoffentlich rollt es runter. Du alte Unke. Ich würde es andersrum drauflegen. Nein, die lege ich so rum drauf. Legen? Oder? Meinst du so rum? Ja, genau. Wächst ein Muster? Ja. Querstreifen. Ja. Das macht sie schlanker. Tja, aber da kriege ich bloß 3 so drauf. Ja, gut. 4 Leute sind wir jetzt. Machen wir erst einmal 4 Würste. Machen wir Deckel zu. Dicke wird berechnet. Garvorgang beginnt. Und dann sagt er eben immer, wie weit er ist. Und hier mache ich jetzt ein paar Cuts rein. Was? Durchgebraten in 23 Minuten. Oh mein Gott. Will das Ding mich verarschen? Ja, lassen wir es drauf. Naja, machen wir die Cam derweil aus. Warten wir es mal ab. Und schauen wir vielleicht zwischendurch mal rein. So Leute, also knapp 7 Minuten sind sie jetzt drauf. Und wenn ich hier so zwischen rein schaue, sieht es eigentlich schon gut aus. Also dieses Programm hier, naja. Ich mache das jetzt erst einmal auf und dann schauen wir uns mal an, wie die Würstel aussehen. Also, schneid mal eine an. Aber ich glaube, die ist noch nicht durch. Das probieren wir jetzt einfach aus. Schnell an, schnell. Ist die durch? Ja. Ist die durch oder ist die nicht durch? Erst einmal hier. Mein. Temperatur messen. Temperatur. Probier, ob sie durch ist. Wir probieren. Deckel dabei nochmal zu kurz. Ja gut, die sieht so. So. Nein, noch, also ein paar Minuten können sie noch. Ein paar Minuten kann sie noch. Also der macht direkt hier wieder weiter. Nochmal drauflegen. Dann legen wir die 2 Stück hier nochmal drauf. Ja, komm jetzt her. Also mit der Bratwürste muss ich jetzt schon sagen, das mit der Zeit haut bei den Würsten mal nicht hin. Und empfehlenswert ist es auch, das Gerät unter den Dunstabzug zu stellen. Bei dem kann man dann ein bisschen aufdrehen, dass die Dämpfe abhauen. So, erst einmal den Dunstabzug ein bisschen leiser machen hier. Gehen wir hier jetzt bis auf 14, dann haben wir so 10 Minuten. Und ja, dann lassen wir es gut sein. Dann sind die mit Sicherheit auch komplett durch. Also, wie gesagt, die Maschine erst einmal kennenlernen. Ich würde sagen, die Bratwürste sind fertig. Da ist der Käse schön rausgelaufen. Ja. Und dann können wir sie schnabulieren. So, jetzt probiere ich hier mal gerade was.
und zwar bloß einmal schnell mit dem Zewa so eine Zwischenreinigung. Und es scheint sogar zu funktionieren. Dass wir nachher dann, wenn wir die zweite Ladung machen, halbwegs sauber sind. Warm wird's, warm wird's, warm wird's! So. Grill ausschalten, okay. So, Freunde. Also ich habe mir jetzt auch bloß ein kleines Eck geschnappt. Mensch, Mädels, nehmt euch doch die Würstel hier rüber. Und ja, unglaublich. Dann mal probieren. Gesundheit. Käse. Das geht jetzt schon. Also ich bin, eigentlich bin ich begeistert. Ich glaube, ich habe sie getroffen, vom Geschmack her. Mhm. Einwandfrei. Super gemacht. Super umgesetzt. Mhm. Schön. Der erste Einsatz vom Tefal-Grill wartet jetzt für euch mit GMF-Würstchen. Ich taste mich ran an das Teil und du bist bloß halb im Bild. Jetzt ist er ganz da. Und wie gesagt, man wird sich auch mit dem Tefal steigern. Es ist Grillen, es ist halt elektrisch Kontaktgrillen, aber es ist Grillen. Und für mich war wichtig, noch was zu haben, wo ich einfach nach der Arbeit auf die Schnelle noch was machen kann. Wo ich vielleicht noch ein schnelles Video dazu machen kann. Und genau das Ding ist dazu nur so prädestiniert. Mei, heute bringe ich die komplizierten Worte aber raus. Gell? Aber fließend. Ja, brutal, hey. Okay, Freunde, das war's dann mit dem ersten Opti-Grill-Video. GMF-Würste funktionieren auch drauf. Man muss ja halt Vorderzeit runternehmen, sonst werden sie zu trocken. Aber so optimal. Schatz, was sagst du dazu? Schatz, was sagst du dazu? Sehr lecker. Reagiert gar nicht. Und nur am Ratschen. Und Carina? Also mir hat es geschmeckt, muss ich sagen. Na also, alles klar. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.